will sie nur als Motivation mit auf den Weg geben. Das war ein handgestoppter 55,11. Das soll sie nicht einschränken. Liebe Görlitzerin, liebe Görlitzer, ich möchte mich mit meiner Kandidatur zur Oberbürgermeisterin in den Dienst dieser Stadt und in Ihren Dienst stellen. Ich werde diese Europastadt freundlich, zuversichtlich, kompetent und stolz nach innen und außen vertreten. Mein Ziel ist es, dass Görlitz als vierter Leuchtturm Sachsens ein langes Licht wirft und Menschen anlockt, hierher zu kommen, hier zu bleiben und mitzutun. Ich sehe dafür die großen Potenziale dieser Stadt, aber ich sehe auch die Aufgaben, die es zu erledigen gilt. Görlitz ist eine offene und neugierige Stadt. Das gefällt mir und ich fühle mich hier zu Hause. Ich spüre, dass es eine Sehnsucht gibt nach etwas Verbindendem und ich spüre, dass Görlitz auf der Suche ist. Mit meiner Kandidatur mache ich ein Angebot an die Görlitzerinnen und Görlitzer, dass wir gemeinsam der Stadt Bestes suchen und dafür arbeiten. Dafür biete ich Görlitz mein Herz, meinen Verstand und meine Hand. Und meine drei Schwerpunktthemen sind zum einen die Stadtentwicklung in ihren unterschiedlichen Facetten und das mit Maß, Wertschöpfung, Arbeiten und Leben in dieser Stadt und die Rahmenbedingungen, die es dazu braucht. Und als drittes Mitsprache, Teilnahme und Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger bei den Entscheidungen, die diese Stadt in die Zukunft tragen sollen. Vielen Dank, Frau Schulz. Wir reden nicht über die Zeit. Herr Ursu, wir kriegen nachher noch so eine halbe Minute drauf. Frau Lübeck, eine Chance für die Minute und zweite Chance für Sie. Und Sie beginnt jetzt. Guten Abend, ich bin Jana Lübeck. Ich kandidiere für Die Linke. Unser Wahlprogramm heißt Die Stadt gehört allen. Eines der Themen, die mich schon immer am meisten beschäftigt haben, ist, wie kann der enorme Leerstand in Görlitz kreativ und gemeinschaftlich genutzt werden? Unser Lösungsvorschlag, ein Leerstandsmanagement, das aktiv auf Hauseigentümerinnen und Nutzerinnen zugeht, das gemeinsam mit Nutzerinnen, den Besitzerinnen und Stadtverwaltungen, mit Lernladen oder das Lehrhaus mit Leben erfüllt. Ein weiteres Thema in unserer Stadt ist die Bürgerinnenbeteiligung. Hier gilt es, mehr Ressourcen bereitzustellen und Beteiligungsformate zu erproben. Partizipative Stadtentwicklung funktioniert nur über die Bearbeitung der Fragen, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin. Ein ganzheitlicher Ansatz muss her und Festlegungen, wie Bürgerschaft, Wirtschaft und Kommune zukünftig zusammenarbeiten wollen. Diesen Prozess möchte ich fördern und motivieren. Die gelebte Europastadt, auch eines der wesentlichen Themen für uns als Linke. Mit dem Format der deutsch-polnischen Kinderstadt nenne ich stellvertretend ein Projekt, das beispielhaft für das Zusammenwachsen beider Stadtteile steht. Das Schaffen von Formaten zur Gestaltung der Stadt durch Kinder und Jugendliche sehe ich ebenfalls als wesentlichen Teil meiner zukünftigen Arbeit als Oberbürgermeisterin. Ja. Herr Bitte, auch für Sie eine Minute und die beginnt jetzt. Los geht's. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich möchte als Oberbürgermeister mit Ihnen zusammen in dieser Stadt arbeiten. Ich möchte mit Ihnen zusammen die nächsten Jahre gestalten. Ich möchte, dass Görlitz sicher wird. Ich weiß, wie das geht. Wir kriegen das auch zusammen hin, wenn wir das alle wollen. Ich möchte, dass Görlitz unternehmerfreundlicher wird, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Ich möchte, dass junge Menschen aus dieser Stadt es wagen, sich selbstständig zu machen, ihr Glück, ihre Zukunft, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Ich möchte da nur noch vor allem die Lethargie aufbrechen, dieses, da muss man einer kommen und irgendwas machen. Nein, wir müssen es selber machen. Wir müssen unsere Zukunft selber gestalten. Wir müssen unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Und ich möchte mit Ihnen gemeinsam daran arbeiten, und das ist auch eine Aufgabe, die ich jetzt am Anfang Ihnen schon nachher mit nach Hause geben möchte, arbeiten Sie bitte daran, dass in den nächsten Jahren alle Leute in Deutschland wissen, dass man in Görlitz nicht nur städtebaulich was sehen kann, sondern dass man hier auch lange Urlaube verbringen kann. Vielen Dank, Sebastian Witte. Auch das Thema Wirtschaft gerade schon auf. Ich habe bei Ihnen im Programm gesehen, wir brauchen eine neue Gründerzeit.
Das ist das, was sich viele Politiker wünschen, dass es mehr Gründerstimmung gibt in Deutschland. Kann man das politisch überhaupt verorten? Kann man das anweisen? Kann man das begünstigen? Und wenn ja, wie? Ja, der Staat und Kommune schafft keine Arbeitsplätze, das ist schon mal klar. Aber sie können gute Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und das Ziel muss sein, dass wir junge Menschen und Familien zu uns kommen. Und dafür müssen sie hier gutes Geld verdienen. Gutes Geld, das heißt auch gute Arbeitsplätze. Und dafür können wir schon was tun. Wir planen jetzt ein neues Forschungsinstitut in Görlitz, Deutsch-Polnischen Forschungsinstitut. Es ist nachgewiesen, dass Forschung und Entwicklung junge Leute anzieht. Das ist auch nachgewiesen. Wir haben 130 Städte in Deutschland, die so groß sind wie Görlitz, wohnen 5 Millionen Menschen in diesen Städten. Und wir müssen uns überlegen, was können wir mehr tun? Was haben wir mehr hier anzubieten? Und Altstadt, Görlitz und Tourismus, das ist nicht genug. Deswegen sage ich, die jungen Menschen müssen gute Arbeitsplätze hier vorfinden. Und es ist auch nachgewiesen durch Studien, dass man braucht dafür, dass die Leute kommen, Talent, Toleranz und neue Technologien. Das sind einfach Begriffe, die im Raum stehen. Und in dieser Richtung sollten wir hier marschieren. Siemens und Bombardier müssen wir versuchen zu stärken. Siemens ist auf einem guten Weg. Mittlerweile hoffen wir auf die neue Technologie, auch beim Siemens. Bombardier macht uns noch Sorgen, dort müssen wir mehr tun. Und ich will selber eine IT-Plattform gründen, eine Gründerplattform. Ja, also es gibt viel zu tun. Frau Schubert, was ist wichtiger, dass man Leuchttürme wie Siemens und Bombardier, wo viele Menschen arbeiten, dass man die schützt und stärkt und für sie kämpft? Oder ist es wichtiger, dass man diese neue Gründerzeit schafft und viele neue kleine Unternehmen entstehen? Und bitte sagen Sie nicht nur beides, das ist genauso wichtig. Das hätte ich auch nicht gesagt. Herr Vollmer, dann müssten Sie mich doch besser kennen. Es ist richtig, dass wir Siemens und Bombardier als große Arbeitgeber haben. Die Konzernzentralen sind aber nicht hier vor Ort. Das heißt, die Entscheidungen, die getroffen werden, die werden meistens emotional losgekoppelt getroffen von dem, was hier vor Ort passiert. Da heißt es, dass wir gucken müssen, wie können wir dort eine gute Vertretung machen. Und bei Bombardier haben wir jetzt einfach die Chance, mit einem neuen Chef dort reinzugehen und Vorschläge zu machen, die wir uns in der Zukunft vorstellen. Fakt ist aber auch, dass große Unternehmen krisenanfälliger sind. Das haben wir gesehen in der Wirtschaftskrise in der Zeit nach 2009. Die da stabil gewesen sind, die gut gewesen sind, das sind kleine und mittelständische Unternehmen und das Handwerk. Und das ist die Sache, die wir uns genauer angucken müssen, weil hier liegt auch die Stärke dieser Region und auch dieser Stadt. Und damit meine ich nicht nur die, die es schon gibt, sondern die, die auch kommen wollen. Und ja, neue Gründerzeit, so kann man das nennen, aber dafür müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, dass wir auch gucken müssen, in welchen Branchen wird denn zukünftig tatsächlich Wertschöpfung auch geschehen. Und da haben wir einiges zu tun, dass wir die Infrastrukturen dafür schaffen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen und dass wir auch offensiv werben dafür, warum das gut ist, das hier in unserer Stadt zu tun. Also das sind unterschiedliche Aspekte, die man sich hier angucken muss. Man ganz konkrete Handlungsfelder und auch Optionen machen muss. Wenn wir über Wirtschaft reden, diese Stadt braucht ein Wirtschaftskonzept, sie hat es bisher nicht, und sie braucht auch ein Einzelhandelskonzept. Das ist eine Sache, die ich gerne mit auf den Weg bringen würde. Vielen Dank. Frau Lübeck, jetzt sind Sie sehr frisch Kandidatin. Sie haben auch offensichtlich in Ihrer Bewerbungsrede gesagt, dass Sie jetzt noch nicht 1000 Jahre Abgeordnete dort waren und da waren. Wenn Sie jetzt, ich traue mich das nicht zu fragen, wenn Sie seit weniger als einer Woche Kandidaten sind, jetzt die Frage, haben Sie vor für die Görlitzer zur Wirtschaft, haben Sie schon eine Antwort für mich oder müssen Sie sagen, ich brauche da noch einen Moment? Also wir haben uns schon Gedanken gemacht in unserem Wahlprogramm über die Görlitzer Wirtschaft, und aber wie Sie gerade sagen, ich denke, ich muss da noch einige Gespräche führen, aber ich könnte sagen, im Bereich Kreativwirtschaft bin ich durchaus schon vertraut mit den Gegebenheiten vor Ort, habe ich ja vorhin kurz gesagt, dass Leerstein unser großes Potenzial ist, den wir nutzen können, um eben hier auch kleinen Betrieben oder auch Einzelunternehmern die Chance zu geben, sich zu verwirklichen und eben Leben in die Stadt zu bringen. Also nicht ein großes Gebäude nur zu füllen, sondern eben auch wirklich diese Nischen zu suchen, um sich hier niederzulassen und mit den Leuten vor Ort in Kontakt zu kommen, was ja auch jetzt mit dem Projekt Stadt auf Probe, wo ich beteiligt bin, wo wir das ausprobieren und erforschen wollen und zu gucken, wie fühlen sich die Leute hier vor Ort, ganz die Einzelnen. Herr Wippe, auch an Sie in diesem Bereich noch eine Frage.
man denkt ja manchmal als Bürger auch so, dass diese Entscheidungen, also entweder denkt man, die werden gar nicht mehr von der Politik gemacht, sondern wenn in der Münchner Konzertzentrale irgendwo ein Berater reinkommt und sagt, geht mal nach, weiß nicht, in das Land oder das Land, dann passiert das. Und wenn es doch mal in die Politik passiert, hat man das Gefühl, weiß nicht, ein Bundeshaushalt kann Mittel geben, Förderung, vielleicht auch ein Landeshaushalt. Das steht in der Macht eines Oberbürgermeisters, eines potenziellen Oberbürgermeisters Witten, die lokale und regionale Wirtschaft zu stärken. Ja, Sie haben es richtig angesprochen, gerade eben. Wenn wir über unsere Großkonzerne reden, ne, über Siemens und über Bombardier, das haben wir als Stadt schlicht nicht in der Hand. Also das sind marktwirtschaftliche Ansätze da bei den Unternehmen, logischerweise, die wollen die Gewinne machen, und da muss man auch mal fragen, wem gehört denn so ein Unternehmen? Und wenn ein Unternehmenssitz in Kanada ist, dann ist natürlich klar, dass für die die deutsche Provinz eigentlich nicht das ist, wo ihr Herz dran hängt. Bei Siemens ist es ja gelungen, auch Jokesa zu zeigen, dass hier in Görlitz eine tolle Arbeit gemacht wird, dass die Menschen da sind und dass der Betrieb für sie wichtig ist. Also das war ein sehr großer Erfolg gewesen. Aber sie sind nicht davor gefeit, dass sowas nochmal passiert. Und das kann natürlich jederzeit passieren, gerade wenn vielleicht die Fördermittel ausbleiben. Wir wissen auch nie, was die Konjunktur in den nächsten Jahren bringen wird. Und als städtische mit dem städtischen Haushalt kann man das natürlich nicht machen. Also wer sowas erzählen würde, dass wir es der Stadt bereitstelligen könnten, den großen Unternehmen so viel Geld zu geben, dass sie hier bleiben, der würde natürlich glatt lügen. Wir müssen uns deswegen diversifizieren, wir müssen unsere Wirtschaft breiter aufstellen, wir müssen die Mittelständler, die wir haben, dafür sehen, dass sie wachsen können. Und dafür brauchen sie natürlich auch die Rahmenbedingungen. Wir haben Leute auf der einen Seite, zum Beispiel in der Stadt, die tüfteln gerne. Ja, die bauen irgendwas in der Garage. Das haben dann auch andere gesehen und sagen, Mensch, das ist ja toll, was hast du da, warum vermarktest du das eigentlich nicht? Das kann derjenige nicht. So, auf der anderen Seite haben wir welche, die haben die Produktionskapazitäten, die können das machen, die wissen auch, wie Markt funktioniert. Und wir müssen wirklich diese Ideen, die in uns schlummern, mit dem Geld zusammenbringen, mit der Produktion zusammenbringen und dann können unsere Unternehmen auch wachsen. Das wird sicherlich nicht jedem gelingen, aber das kann gelingen. Was kann man machen als Stadt? Natürlich, richtig ist es, die Gewerbesteuer zu senken. Das hat der Stadtrat ja im Ansatz schon mal gemacht. Ich bin der Meinung, es müsste eigentlich noch weiter runtergehen auf 390 Punkte. Wir können uns als Stadtgesellschaft natürlich dafür einsetzen, dass wir in der Lausitz, in der Oberlausitz, die Sonderwirtschaftszone bekommen, dass wir hier erleichterte Rahmenbedingungen bekommen von Seiten des Bundes, von Seiten des Landes. Damit wir hier unser Nachteil, den wir mit dem Halbkreis ja schon seit Jahren haben, auch aussehen können. Das sind so immer zwei Ansätze. Und was Tourismus angeht, das ist natürlich nicht alles, aber es ist ein wichtiges Standbein für uns. Und da müssen wir uns ganz gezielt vermarkten und vor allem nicht klein als Stadt denken. Ja, da haben wir hier Görlitz und Weißwasser und so, das kann nicht jeder allein, sondern wir müssen als Region denken. Und diese Region, gerade auch die Tourismusregion, die endet natürlich nicht an der Neiße, sondern die geht auch östlich der Neiße weiter. Und da haben wir große Angebote. Herr Will, wir bleiben kurz bei Ihnen. Ich habe mich vor dieser Veranstaltung bei ein paar Görlitzern umgehört, dass Sie so beschäftigt und worüber die sind, nachdenken. Und neben diesen Themen, die immer wichtig sind im Wahlkampf, wie zum Beispiel Wirtschaft, scheint es auch immer noch viele zu belasten, dass es so ein, ich würde mal Riss in der Gesellschaft genannt, oder dass es viele soziale Spannungen gibt, redet man miteinander, schreit man sich nur noch an, findet ein Dialog statt. Was würden Sie tun, wenn Sie zum Oberbürgermeister gewählt werden, um die Gesellschaft zu einen? Ja, ich sehe diesen Riss nicht. Also Deutschland ist natürlich in den vergangenen Jahren also vor große Herausforderungen gestellt worden und die Leute sind nicht gefragt worden. Dass das zu einer Polarisierung führt in der Gesellschaft, das ist völlig klar. So, wenn wir aber über die Stadt reden, wenn wir über unsere eigene Gesellschaft reden, hier bei uns vor Ort, dann müssen wir uns auch um die Themen hier bei uns vor Ort kümmern. Wir werden hier natürlich nicht die großen Konflikte der Bundespolitik in der Stadt lösen können. Wir können aber miteinander umgehen und da habe ich sehr schöne Beispiele gesehen, als ich letztens beim Bürgerrat Südstadt gewesen bin, waren auch Leute aus unterschiedlichsten Parteien, die haben miteinander geredet, das hat wirklich wunderbar funktioniert und warum sollte man sowas zum Beispiel nicht nutzen. Ne? Ja, was finden die Menschen zusammen, wenn sie gemeinsam arbeiten, wenn ich Ideen gleichstellen habe, wenn ich die Leute auch zusammenbringe, um gemeinsam auch an Konzepten zu arbeiten, dann ist natürlich die Frage der Bürgerbeteiligung auch wichtig, wenn ich solche Prozesse habe, wenn ich zum Beispiel den Dachsdorfer See, den Görlitzer See oder Görlitzer Meer umbenennen will, ja, dann muss ich natürlich vorweg mit den Leuten reden. Das heißt, wir müssen miteinander reden, miteinander diskutieren, zusammenkommen und durch das Zusammensein, dann wächst so eine Gesellschaft auf.